Hallöchen und herzlich willkommen YouTube zurück auf der Südthüringen bei neuen Folgen vom Rübenbrunnen. Yay! Mit dabei sind heute der Maxi, der Tim. Und der Tim. Und der Hallo. Tim. Hallo. Hallo. Ja, der Tim, Paderborner Agrarvideos, auch ein YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Ja, der auch schon öfter unter meine Kommentare geschrieben hat, also jetzt eigentlich einer aus der Community, der mit dabei ist und ich hoffe mal auch dabei bleiben wird, ne? Ja, doch. Je nachdem, wie es dir gefällt, ich hoffe gut. Doch, gefällt. Sag mal, fahrt ihr jetzt alle genauso, dass ich euch nicht abtanken kann? Du hast mit der Reihe angefangen mit dem Weg. Wer ist denn jetzt fast voll? Ich muss mal kurz die Namen aufschreiben. Voll. Das ist Maxi, das bist du und das ist der andere Tim, okay. Und du hast 100%, okay. So, sehr schön. Brav, sieht gut aus. Ja, ihr seht ja, Freunde, wir haben noch ein Stückchen. Das müssen wir leider wohl oder übel fertig machen, aber wir haben uns jetzt eine neue Methode ausgedacht, damit wir einen Rübendamm richtig schön hinbekommen. Und zwar, dass wir einfach die drei Ruder fahren lassen und ich mit dem Brandner, also switche, zu ihm hinfahre und abtanke und dann kann ich nämlich die Dämme richtig schön hintereinander platzieren, damit es richtig schön aussieht. Naja, da drüben ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren, der Rübendamm sieht einfach total scheiße aus. Aber da drüben auf der anderen Seite an der Straße könnten wir es nochmal halbwegs schön versuchen. Und nochmal ein Appell an jemanden, der vielleicht sich auskennt mit der Ropermaus, wie man da die Tipp-Trigger, also ohne Bugs, irgendwas scheint da wohl zu buggen, da muss man was in XML schreiben. Wer weiß, worum es geht, kann das bitte in den Kommentar schreiben, dass, wie man das löst oder was man da in der XML ändern muss. Weil ich selber weiß es nicht, wir wissen es alle nicht und wir haben es jetzt noch nicht probiert, wie es ausschaut und wie es funktioniert mit der Maus, aber wenn es nicht funktioniert, wäre es natürlich schade, das nicht machen zu können. Von dem her wäre es schon cool, wenn ja vielleicht jemand zuschaut und der kennt sich da aus und weiß, worum es geht, dass der das mal kurz in die Kommentare schreibt. Dankeschön dafür. Ich bin jetzt auch voll. Okay, da vorne ist Maxi, der hat auch schon wieder 55, der kann auch kurz abtanken und dann komme ich, okay, ich komme dann nicht gleich zu dir, weil ich 86% habe. Wart, lass vier fahren oder warte dir einfach da oben, dass du mir dem vorne abtanken kannst. Aber warte, ich komme dir ein bisschen entgegen. Was? Ja! Jetzt. Oh, wieder ganz schön steil, oder? Wir müssen ganz schön wieder auf. So. Voll? Eben, du bist voll, ja. Ja, okay. Gut, dann, würde ich schon sagen, tanke ich da hinten ab. Oh, die Haufen sind schon wieder grässlich, grauenhaft. Naja. Helfen tut's eh nichts. So, kippen wir das mal ab. So, das klappt wenigstens. Ja, gut. Ja, immerhin mittig, doch. Geht eigentlich, kann man lassen. So. Und jetzt kommt das, was wie gesagt jetzt neu ist. Wenn man hier jetzt Steuerung und R drückt, kann man gleich einen neuen Haufen platzieren und den direkt dahinter platzieren. Und das ist das Geile. Dann kann man schön ineinander die Rübenhaufen machen. Freut sich die Rupermaus. Ach Tim, du bist da vorne, ne? Ich mache hier das Vorgewinde noch so weiter. Okay. Dann fahre ich zum anderen Tim und tank den noch ab. Na, kommst du eh schon. Halt, stopp. Perfekt. Toll, das wird eh ein Fulltime-Job. Die ganze Zeit darf ich fahren. Max Schüler 50. Ja, nur damit, dass ihr mir nicht alle gleichzeitig voll werdet. Das wäre fatal. Auf das glaube ich, wird es aber auslaufen. Mhm. Wieder später.
Wie viel Meter sind das jetzt eigentlich? 3 Meter. Das ist ein Anhänger, weil da geht ja nicht einmal. Oder doch, da geht auch ein ganze. Ja, 50.000 oder 45 gegen eine. Sowas um den Dreh. Ja, teilweise nimmt es ja nur 3 Reihen mit, das dauert dann auch noch ein bisschen länger. Da drin müsste es jetzt auf 2 Reihen funktionieren. Da haben sie eine SIM-Reihen. Ach Tim, du fährst außen rum. Wie gesagt, ich mache hier das vorgewendet. Oh mein Gott, ich stelle mir vor, wir hätten Feld 20 oder so Rüben gemacht. Gute Nacht. Oder Feld 7. Ja, ja, noch schlimmer. Die Großen. Maxi, komm doch schnell wieder mit. Sehr schön. So, bin voll. Schneid die mir schnell, gell? Danke. Bitte. Immer wieder gerne. Oh, der Rübendamm ist echt greislich. Wovon kannst du denn jetzt überhaupt den machen? Wie? Immerhin kann man überhaupt den machen. Wie? Ich habe jetzt gerade nichts verstanden akustisch. Ich habe gesagt, immerhin kann man überhaupt einen machen. Ja. Das ging. Wie war das beim 13er? Da konnte man ja anscheinend richtige Rübendämme machen. War das mit Placeable Heaps oder gab's den da schon? Oder gab's da den platzierbaren Haufen? Ganz normal. Der ist nicht Placeable Heap und platzierbarer Haufen dasselbe. Nee. Aber was du meinst, ist der Heap-Type-Trigger. Ja, genau. Sowas in der Art halt. Und die letzten Häufchen werden richtig gut. So, perfekt. Und wir sind wieder voll. 55% Maxi und danach gleich den Tim. Okay. Ach, das ist krass. Oben vorher dann so, dass du mehr abtanken kannst. Also beim Zurückausfahren. Ja, du kannst dann. Jawohl, wenn du einen Ausleger ganz oben tust, machst du nicht, dass ich das nicht schaffe? Nein. Okay. Ist sowieso so knapp, wie vorhin schon im Stand. Ja, gut. Ja, weißt du was? Ich fahr einmal mit dem Tim mit, dann leere ich dich die ganze Zeit ab. Jo. Dann kannst du immerhin von Null weg fahren und dann nehme ich Maxi mit, dann müsste das ungefähr hinkommen, dass ich Maxi komplett leer bekomme, ja. Dann bist du auch leer und dann nur noch Tim. Ach, das schaffe ich locker. Irgendwann wird es so werden, da habe ich nichts mehr zu tun. Oder ich kann nicht mehr durchatmen. Brauche ich am besten 2. Oder einen großen Anhänger. Scheiß Hupe. Ein Kindergartenhupe. So vom Clown, oh mein Gott. Ah ja. Ich überlege mir gerade, ob wir nicht noch Güllefässer brauchen. Obwohl, ich würde nämlich wieder schimpfen wegen Mods, ne? Wir haben ja auch genug Güllefässer und Gülle. Na. Nicht Überladefässer, sondern halt. Zubringer, genau. Güllezubringer. Haben wir auch 2 oder 3. Aufs Güllefahren freue ich mich schon so irre, das war auf der Cold Barrow damals schon so episch. Güllegruber, Schleppschlauch oder einfach so. Maxi, genau, du fährst einfach zu mir her. Ja, ich fahr auf die andere Seite. Kannst mir beim Overfahren abtauchen. Ja, passt. Kein Problem. Das Lustige, ich fahr ja fast die ganze Reifiri, bis du mir wieder klar wirst. Okay. Gut. Ah, das schaut gut aus. Mit einem halben Ausleger im Trakt, im Anhänger drin. Schmackhaft.
20. Zehn. Hm? Fünf. Und leer. So, Tim. Oh, du hast 58. Na gut. Ich sollte noch bis hochkommen. Wieder so ein Stück runter. Weißt du was, dann lade ich beim anderen Tim noch ein bisschen was ab. Der Abstand passt gerade noch so, dass ich dazwischen reinpasse. Aber einer von euch nimmt nur drei mit. Drei rein, ne? Das ist scheiße. Das ist egal. Ja, zeitmäßig wird es natürlich dann sehr, sehr knapp. So, dann nochmal bei Maxi. Maxi, magst du mir auskippen? Ach so, bin voll. Okay. Warum bist du voll bist, Tim, habe ich ausgeleert. Wie lange warst du eigentlich gestern noch wach? Ich? Mhm. Bin nur irgendwas voll und fünf ins Bett. Was? Oha. Hast du da noch gezockt oder was anderes gemacht? Den hat's Modding viel gepackt. Ich hab ein bisschen gezockt und groß gegessen? Die BGA ein bisschen umgebaut. Okay. Ja, ich bin um 23:30, ne? Schön pünktlich. War's nicht sogar eher? Hä? War's nicht noch eher? Ja, oft gegangen, aber also halt, und habe ich mir noch einen Film angeschaut und um 20 nach 11 bin ich dann ins Bett, um 7:30 aufgewacht, dann wieder ins Bett und dann um 10 aufgestanden. Und das ist eigentlich cool, weil es ein schöner langer Samstag ist. Es ist jetzt nicht mal viel und es ist, Alter, immer noch so viel vom Tag über. Perfekt für den Tag voller Let's Plays. Oh, traumhaft, alle fahren so dieselbe Richtung. Hätten wir vorhin Black Ops aufnehmen müssen. Dann haben wir so rasiert. Echt? Ja. Auch keiner gesehen, gell? Nein, also, was denn? So langsam könnte ich dich mal brauchen, Marvin. Langsam, ja. Ich hab 77%. Ich sehe es, kommst du noch bis vor. Muss ich behaupten, oder? Kann passieren. Gut, du bist leer. Dann schnell zu Maxi. Ach, da geht einiges weg. So, Maxi ist jetzt auch leer. Dann komme ich zu dir. Ja, du bist bei 90, wenn du vorne bist. Und dann... Nicht mal, du kannst am Ende der Reihe... stehen bleiben. ...zu oder warten. Jo. Mach doch so, dass man hochzufahren, dass ich weiterfahren kann. Auf welcher Seite denn? Auf der? Auf der gegenüberliegenden Seite fahre ich wieder hoch. Okay. Jetzt habe ich natürlich ein tierisches Lag. Ja. Ich könnte jetzt auch rückwärts fahren, ne? Mache ich jetzt einfach mal. Ja, oh, das war jetzt auch ein schöner Leck. Traumhaft. So, Freunde. Oh mein Gott, das wird katastrophal. Oh mein Gott. Warum oh, diese Skills beim Rückwärtsfahren. Die es nicht können, ne? Ha, jetzt geht's. Ha, ha, ha. Ich krieg's hin, ich krieg's hin, ich krieg's hin. So, wie viel hast du? 32, ich werde ihn noch voll.
Scheißdreck. Warum du? 96, 97, 99, 100, voll! Passt. Okay, die paar Liter nehme ich bei Tim noch mit. Zack und voll, perfekt. Wenn ich euch zusammenzähle, kommt ihr nur auf 50%. Und die Folge ist schon wieder zu Ende. Unglaublich, wie schnell das geht, Freunde. Ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe mal, wir sind dann erheblich weiter. Na, irgendwann sollten wir eigentlich noch diese letzten zwei Folgen fertig werden. Schaffen werden wir sicherlich nicht mehr. Die Frage ist, ob wir das noch alles aufnehmen oder ob wir dazwischen mal einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit wir noch fertig werden damit. Mal schauen. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Servus. Servus. Tschüss. Ciao.